Leute, ich bin einfach krank schon wieder. Kaum wird es ein bisschen kühler und es ist nicht mehr 35 Grad, bin ich krank. Ich habe Husten und Halsschmerzen. Ich hasse Husten und Halsschmerzen. Ich habe in letzter Zeit unter meinen Videos ganz, ganz oft Fragen bekommen, gerade unter meinen Tutorials, was für Pinsel ich benutze. Zwei davon sind euch immer ins Auge gestochen und da haben so viele danach gefragt, ich konnte es gar nicht mehr zählen. Ich habe immer versucht, jedem zu antworten, aber die Frage kam immer, immer, immer wieder. Und deswegen dachte ich mache ein ganzes komplettes Video. Entschuldigung, meine Stimme. Ich mache ein komplettes Video über meine absoluten Lieblingspinsel, die einfach eure Make-up-Skills, eure Fähigkeiten auf das nächste Level befördern. Ich bin ein Riesenfan von diesen Pinseln, die einem dieses super schöne Airbrush-Finish geben, wo alles so richtig schön ausgeblendet ist und perfekt ineinander übergeht und man keine Kanten oder Flecken oder irgendwas bekommen kann, weil es gar nicht geht, weil der Pinsel schon so gut ist. Und sind es fünf? Nee, sind sechs Pinsel, die ich euch zeigen werde, die braucht ihr in eurem Leben. Ich starte mit den Augen und hier habe ich zwei Pinsel, die ich erwähnen will. Ich benutze noch sehr viel mehr Pinsel für die Augen, aber das sind zwei, die ich nicht ersetzen könnte mit irgendeinem anderen Pinsel. Da gibt es für mich keine Alternative, weil die einfach so einzigartig und so gut sind, dass ihr genau die braucht. Und das ist einmal hier von MAC der 224, dieser große, fluffige Blendpinsel. Ich bin mir sicher, ihr kennt ihn alle. Ich benutze ihn in jedem Tutorial. Immer wenn ich meine Augen schminke, benutze ich diesen Pinsel. Und dadurch, dass der sehr leicht gebunden ist, der hat nicht allzu viele Haare, ist aber sehr, sehr fluffig, ist schön groß. Und das ist der Pinsel, der euch diesen schönen Buffed-Out-Effekt gibt, der diesen schönen weichen Übergang zaubert, mit dem ich all meine Übergangsfarben auftrage und meistens immer in diesen kreisenden Bewegungen. Das ist so für mich die beste Art und Weise, meinen Lidschatten richtig schön auszublenden, dass er wirklich weich ausläuft, keine Kanten hat. Also das ist einfach der Pinsel, der für mich immer alles nochmal ineinander führt, gerade die Farben, auch wenn ich zum Beispiel mit einem kleineren Blendpinsel hier in meiner Lidfalte oder so gearbeitet habe, gehe ich danach immer, immer, immer nochmal mit dem hier drüber, auch wenn ich damit schon die Übergangsfarbe aufgetragen habe und verblende nochmal alles so ein bisschen und das gibt mir immer diesen richtig perfekten Look, diesen wunderschönen Verlauf. Ohne diesen Pinsel könnte ich nicht leben, würde ich auch nicht leben wollen. Es gab eine ganze Zeit lang einen von Sigma, der eigentlich dem total ähnlich war. Die waren wirklich fast gleich und die haben den aber verändert. Der ist jetzt irgendwie fester von den Haaren her, der ist nicht so fluffig und ist wirklich kein Vergleich mehr. Also ich kann den nicht mehr nehmen. Ich habe den mal eine Zeit lang verwendet, ich habe mir eine Zeit lang beide verwendet, aber der MAC ist für mich leider Gottes der einzige, der jetzt noch zählt. Also der einzige, der diesen Effekt hat, wie ich es will. Bester Pinsel. Der zweite Pinsel für die Augen ist der MAC 242. Das ist ein flacher Synthetikpinsel, wie ihr seht, wie so eine kleine Schaufel. Und es gibt wirklich keinen anderen Pinsel, der so gut ist, um Lidschatten, gerade schimmrige Farben, richtig deckend und mit Power aufzutragen. Also wenn ihr damit euren Lidschatten schichtet auf das Augenlid, am besten in so leicht tupfenden Bewegungen, dann kriegt ihr das beste Color Payoff. Also mit keinem anderen Pinsel geht das so gut. Ich verwende den auch immer, wenn ich eine Cut Crease mache mit Concealer zum Beispiel. Mit dem kann man so präzise arbeiten, eben einfach hier oben mit der Kante und ich habe viele Pinsel in der Art, aber keiner ist so gut wie der. Deswegen, wenn ich irgendwie sowas in der Art mache, immer der MAC 242, weil die anderen können es zwar auch irgendwo, aber es ist nie so gut wie mit dem. Weiter geht's mit dem Morphe M510. Ihr seht, das ist auch wie so ein großer, fluffiger Blendpinsel, nur noch sehr viel größer im Vergleich zum MAC-Pinsel. Aber so von der Art sind die sehr, sehr ähnlich. Und das ist eigentlich ein Pinsel für Puder-Highlight, also einfach hier so zum Auftragen. Das geht auch super schön mit dem, mache ich auch sehr, sehr gern mit dem. Dafür habe ich ihn auch gekauft. Aber was ich zum Beispiel auch super gern mit dem mache, was auch wirklich gut geht, ist, dass man flüssige Konsistenzen oder leicht cremige Konsistenzen damit ausblendet. Das geht so gut, man würde es nicht denken. Aber zum Beispiel trage ich in letzter Zeit immer, das habe ich in meinem Make-up-Kit, ich habe den Pinsel für mich und nochmal in meinem Make-up-Kit, weil ich ihn so liebe. Ich habe den Hollywood Contour Wand von Charlotte Tilbury in meinem Kit und trage den auf. Und blende den tatsächlich mit diesem Pinsel aus. Weil ich habe am Anfang, ich habe den ausprobiert, diesen Contour One von Charlotte Tilbury, habe es mit Beauty Blender probiert und mit Pinseln und der hat sich immer so ins Nichts ausgeblendet. Da war dann irgendwie die Hälfte weg oder irgendwie hat man fast gar nichts mehr gesehen. Ich dachte so, ja, toll und jetzt? Also es hat echt nicht gut funktioniert. Ich dachte so, alle sagen, dieses Produkt ist so toll und irgendwie hat es mich nicht überzeugt. Und dann habe ich es tatsächlich mit dem hier probiert und dadurch, dass der halt so fluffig und so weich ist, kann man so schön diese flüssigen Konsistenzen damit ausblenden. Es sieht wirklich so geil aus damit. Man kann auch damit super konturieren mit Puderprodukten, zum Beispiel irgendwie mit einem Bronzer oder so, kommt man hier super schön unter den Wangenknochen, weil ja, Form einfach ideal dafür ist. Aber wie gesagt, ich liebe ihn tatsächlich für diese flüssige Kontur. Funktioniert bombastisch.
Wir kommen zu den Gesichtspinseln und hier ist einer, nach dem mich so viele Leute gefragt haben, und das ist dieser hier. Das ist von It Cosmetics, der Nummer 206 Buffing Mineral Powder. Ich nehme ihn nie für Mineral Powder, muss man natürlich auch nicht, aber es ist einfach dieser perfekte Buffing Brush. Es gibt kaum einen besseren Pinsel zum Ausblenden von flüssigen und cremigen Produkten als den hier. Man kann natürlich auch wunderbar Foundation mit dem auftragen, dafür benutze ich ihn aber nicht, meine Stimme versagt. Also ich benutze ihn tatsächlich am allerliebsten für meinen Becca Bronzer, den Bronzing Skin Perfector, wie ihr wisst. Und es sieht so schön aus damit, einfach der blendet das Produkt quasi von selber aus. Man muss kaum was machen, man drückt ein bisschen hier immer aufs Gesicht und das sieht wunderschön aus alles. Der ist so, so geil und auch für Blush, für Highlight, also flüssige Produkte, man kann ihn dafür nehmen für alles und es sieht alles super schön aus. Der ist so weich und so fluffig und so, ist einfach der perfekte Buffing-Pinsel. Aber Problem. Ich habe den in den USA gekauft, als ich im Urlaub war bei Ulta. Und den gibt es, glaube ich, hier in Deutschland nicht zu kaufen. Aber It Cosmetics gibt es ja jetzt bei Douglas. Und da gibt es den Foundation-Pinsel. Der hat auf der einen Seite eben eigentlich genau so einen Pinsel und auf der anderen Seite noch einen Concealer-Pinsel. Und die sind sich super, super, super ähnlich. Also ich hatte den anderen, nämlich den es eben bei Douglas gibt, auch gesehen bei Ulta und hatte den mir angeguckt und so weiter. Und die sind wirklich ganz extrem ähnlich. Also schaut euch auf jeden Fall den bei Douglas an, weil wie gesagt, der ist, glaube ich, sehr schwierig zu bekommen. Aber die Alternative, wie gesagt, gibt es hier auch zu kaufen. Also kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich hier einen etwas neueren Pinsel. Das hier ist von Sigma, der F80R Kabuki Pinsel. Viele von euch kennen bestimmt den F80 Flat Top Kabuki, diesen Klassiker, der Foundation Pinsel. Jaclyn Hill hat den ja irgendwie berühmt gemacht. Und das ist quasi die Variante mit Duo Fiber Bristles. Also das ist quasi eine Mischung aus diesen klassischen Duo Fiber Pinseln, die oft längere Haare haben und ein bisschen beweglicher sind, womit man halt auch Puder und alles Mögliche auftragen kann. Und der ist aber dadurch, dass die Haare kürzer sind und die ein bisschen fester sind, so schön für alle möglichen Produkte auch. Also sei das flüssig, cremig, pudrig. Also man kann wirklich so gut wie alles damit machen. Und das ist euer allerbester Freund, wenn ihr es liebt, dass euer Make-up und eure Produkte super schön schier und leicht und natürlich aussehen. Also damit kann man alles wirklich richtig, richtig natürlich auftragen. Man kann das mit diesem Produkt nicht übertreiben. Das geht eigentlich nicht. Man kann sowohl in Kreisenbewegungen damit arbeiten, man kann es so stippeln, man kann, ich weiß nicht, egal wie man es macht, es sieht immer richtig schön natürlich, richtig schön frisch und richtig sanft auf der Haut aus, wirklich, so kann man es sagen. Also auch dieses Airbrush-Finish, super schön. Auch cremige Produkte, festere cremige Produkte sind damit super schön auszublenden und aufzutragen auf dem Gesicht. Und Riesenempfehlung für diesen Pinsel. Ist ein richtig schöner Allzweckpinsel. Damit könnt ihr wirklich so gut wie alles machen. Und der ist richtig geil. Und last but not least. Also der ist auch, also ich weiß nicht, wie viele Leute mich immer nach diesem Pinsel fragen. Was hast du für deinen Bronzer benutzt? Das ist der MAC 137. Fast das falsche gesagt. Die 3 ist schon fast ein bisschen ab. Das ist definitiv von allen Pinseln, die wir haben, der teuerste. Ich glaube, der kostet fast 50 Euro, was für einen Pinsel ganz schön happig ist. Aber ich muss sagen, das ist der einzige Pinsel, für den ich auch tatsächlich 50 Euro ausgeben würde. Der Pinsel ist, ihr seht, er läuft so ein bisschen spitz zu. Er ist ganz fluffig, also er hat, ist leicht gebunden, er hat nicht super viele Haare. Und ich nehme den am liebsten eben zum Puderbronzer auftragen. Der gleitet nur so übers Gesicht. Also das ist wirklich, mit diesem Pinsel könnt ihr... Kann euer Bronzer oder was auch immer ihr damit auftragt, kann überhaupt nicht fleckig werden. Es geht einfach nicht. Es ist nicht möglich. Ist wirklich, damit sieht euer Make-up aus wie geairbrushed. Also der ist wirklich so, so gut. Wie gesagt, für alle pudrigen Konsistenzen. Man kann mit dem wunderschön konturieren. Das geht super gut. Man kann Blush damit auftragen. Ich nehme ihn, wie gesagt, am liebsten immer für meinen Bronzer. Und der fliegt wie ein kleiner Engel über eure Haut. Also ist wirklich der schönste und beste Puderpinsel ever. Also... Ich glaube, es ist mein Lieblingspinsel aller Zeiten. Also, ist schwer zu sagen, weil man natürlich immer verschiedene Pinsel für verschiedene Zwecke hat, aber der ist wirklich, egal was ihr damit auftragt, egal was, es sieht perfekt, airbrush, flawless, super geil aus. Also, wenn ihr einen Pinsel braucht, dann ist es der. Und wenn wir über die besten Pinsel der Welt reden, müssen wir natürlich auch über den besten Pinselreiniger der Welt reden. Falls ihr es noch nicht wisst, mein Freund und ich, wir haben einen Pinselreiniger-Shop. My Black Bamboo heißt der. Wir haben 2 verschiedene Reiniger. Einmal hier den Micellen-Pinselreiniger für die schnelle Reinigung zwischendurch.
Also wenn ihr zwischendurch, also zwischen den Anwendungen eure Pinsel reinigen wollt und die einfach schnell sauber kriegen wollt, da ist auch Alkohol drin, das heißt, es desinfiziert und ist super schnell wieder trocken. Ist für mich natürlich als Make-up-Artist auch super, weil ich oft schnell zwischendurch meine Pinsel reinigen muss und ich liebe den, kann ich euch so sehr empfehlen, wenn ihr faul seid. Aber eigentlich braucht ihr beide, weil mit dem reinigt ihr die Pinsel so richtig tief und gründlich mit Wasser. Also man schäumt den auf. Ist hier, ihr seht, ganz interessante Form, ein kleiner Hügel. Dadurch könnt ihr die Pinsel unheimlich gut und einfach reinigen, mit Wasser einfach nass machen und dann schön aufschäumen und dann kriegt ihr wirklich alles raus. Gerade auch so Sachen wie Foundation und Cremeprodukte, die oft in den Pinseln super penetrant festhängen. Damit kriegt ihr das super raus. Also ich liebe die beiden Produkte über alles. Ich bin ganz, ganz stolz auf meinen Freund und mich, dass wir das zusammen kreiert haben. Und falls ihr unseren Pinselreiniger noch nicht probiert habt, dann macht es jetzt. Also wir haben schon so viele glückliche Kunden. Ich kriege immer ganz viel tolles Feedback, wie sehr ihr den Pinselreiniger liebt und wie gut ihr ihn findet. Und das freut uns natürlich total. Also schaut gerne bei uns im Online-Shop vorbei. Link findet ihr natürlich hier unten und auch in meiner Endcard. Also einfach draufklicken und ja, ich freue mich, euch dort zu sehen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen dicken, fetten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir auf jeden Fall unten in die Infobox, nein, in die Kommentare, nicht in die Infobox, was eure Lieblingspinsel sind. Vielleicht kann ich auch noch was Cooles entdecken. Schreibt mir das auf jeden Fall unten rein. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir auf Instagram zu folgen. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Und ich hoffe, dass ich dann keine Halsschmerzen mehr habe.